Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum PHP-Tutorial. Wir haben letztes Mal XAMPP installiert, also diese Testumgebung für einen Webserver und unser erstes Skript schon erstellt. Und heute werden wir uns mal anschauen, wie man Sachen auf dem Bildschirm ausgibt. Das haben wir eh schon mehr oder weniger angeschnitten im letzten Teil. Es gibt die zwei Funktionen, die es gibt, um Strings anzuzeigen und die Unterschiede, was es da gibt, oder wie man Strings generell unterschiedlich ausgeben kann. Dann schauen wir uns noch an Variablen, und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Das wird relativ aufwendig werden. Ja, ich fange mal an mit dem Strings ausgeben. Also ich mache hier mal meinen PHP-Block. Hoppla. Das war ja ganz daneben. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, zwei verschiedene Arten, Strings auszugeben. Und ich zeige dir jetzt mal vor. Also es gibt mal Echo. Es wird wahrscheinlich die öfter verwendetere sein. Und dann gibt es noch Print. Wir werden jetzt gleich den Unterschied zwischen denen evaluieren. Wir sehen, sie machen ziemlich genau dasselbe. Sie geben eben, also ich habe hier einfach mal Echo, Hello World und einen Break dahinter, also eine New Line und Print Hello World. Also man schreibt die beide genau gleich, also zuerst Echo und dann einen Abstand und die Zeichenkette unter Anführungszeichen. Dasselbe beim Print und Zeichenkette unter Anführungszeichen. Man könnte auch Echo Klammer auf und die Zeichenkette schreiben. Und dann Klammer zu, logischerweise, oder Print Klammer auf, Zeichenkette Klammer zu. Das würde auch funktionieren, aber wir sehen hier eben, dass die zuerst mal genau dasselbe machen. Wenn wir jetzt einen Benchmark machen würden, welche dieser Funktionen schneller ist, dann würden wir darauf kommen, dass Echo um ein Stückchen schneller ist. Es ist nicht viel schneller, aber wenn man eine Vorschleife mit circa 1000 Echos hat, dann wirkt sich das schon ein, zwei Millisekunden aus. Oder eigentlich sogar mehr, 10, 20 Millisekunden. Ja, das liegt daran, dass Print einen Integer zurückgibt, der angibt, ob das Ganze, ob die Print-Operation erfolgreich war oder nicht. Und Echo macht das nicht. Echo gibt einfach nichts zurück. Das ist auch eigentlich sinnvoller, weil heutzutage, sage ich jetzt mal, eigentlich eine Print-Funktion kaum fehlschlägt. Ich könnte mir zumindest kein Szenario vorstellen, wo das Ganze so wäre. Deswegen ist Print auch eher wenig zu verwenden. Es macht im Grundsätzlichen keinen Unterschied. Also man kann auch generell es zum selben mit mir fehlen schon wieder die Worte, ziemlich gleich verwenden. Es gibt keine Unterschiede. Aber es ist eben Echo schneller. Das ist der Hauptunterschied. Ja, dann habe ich noch erwähnt, dass es verschiedene Arten gibt, um Strings anzuzeigen. Dazu werde ich aber später noch kommen. Weil jetzt machen wir erstmal die Variablen. Also ich lasse hier mal nur das Echo stehen. Echo Hello World. Oder, ja. Und wir wollen jetzt zum Beispiel den Inhalt dieses Echos verändern. Aber wir sagen jetzt hier, wir haben eine Überschrift mit Hello World. Wir haben einen Absatz mit Hello World. Und wir haben einen Link. Kann ich irgendwie schon wieder nicht schreiben. Mit Hello World. Ja, jetzt sehen wir hier, dass das alles angezeigt wird. Nur, was ist jetzt, wenn wir das Ganze verändern wollen? Wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben wollen, Goodbye World. Dann müssen wir hier alles Goodbye. Hier alles verändern. Und das ist schon ziemlich aufwendig eigentlich. Deswegen gibt es Variablen.
nicht nur in PHP, sondern natürlich auch in jeder anderen Programmiersprache. Und wenn ihr schon irgendeine andere Programmiersprache programmiert habt, außer HTML, die keine wirkliche Programmiersprache ist, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon wissen und es wird euch ziemlich blöd vorkommen jetzt. aber ja, wenn ihr das noch nicht wisst, dann wird das ziemlich sicher sehr nützlich sein. Also wir sagen jetzt, wir wollen das Ganze in eine Variable Message packen. Wie machen wir das in PHP? Es gibt in vielen verschiedenen Programmiersprachen viele verschiedene Ansätze dafür. In C zum Beispiel wäre es jetzt String oder in C++ wäre es zum Beispiel String Message, in JavaScript wäre es var Message und so weiter und so fort. In Python wäre es nur Message, also da gibt es viele Ansätze. In PHP ist es ziemlich ganz anders. Da wird jede Variable nämlich mit einem Dollar, mit einem Dollarzeichen, also mit diesen Zeichen hier angeführt praktisch. Also man muss keine, PHP ist eine schwachtypisierte Sprache, das bedeutet, man muss nicht String oder Integer oder Bool oder sonstiges davor schreiben. Man kann es zwar, aber man muss es nicht. Und eben jede Variable wird mit einem Dollar angeführt. Das heißt, unsere Variable würde heißen Dollar Message. Das sagt dem Interpreter praktisch, dass Message jetzt als Variable behandelt wird. Wir müssen auch nicht schreiben var Dollar Message, wir müssen einfach nur schreiben Dollar Message ist gleich und dann zum Beispiel Hello World. Jetzt weiß der Interpreter, das Ganze wird als String behandelt. Ja, diese Variable kann man dann auch ganz einfach hier unten einfügen, indem wir hier Dollar Message machen. Und hier können wir auch einfach, da das ja mit einem Dollar escaped ist, mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht, ob escaped das richtige Wort dafür ist, aber es ist gekennzeichnet praktisch mit diesem Dollar. Deswegen können wir hier einfach Dollar Message machen. Dasselbe hier unten. Und dasselbe wieder beim Link. Dann sehen wir hier, dass überall Hello World steht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze auf Goodbye World ändern wollen. Dann können wir das einfach hier hinschreiben und es wird überall gleich geändert. Das ist eben der Vorteil von Variablen, logischerweise. Ja, hier sehen wir auch, dass wir, wenn wir nur eine Variable ausgeben wollen, einfach Echo Dollar Message machen können. Und wenn wir das eben unter doppelten Anführungszeichen schreiben, können wir es auch inline praktisch verwenden. Ja, jetzt habe ich schon erwähnt, wenn wir das unter doppelte Anführungszeichen schreiben, wir können jetzt mal probieren, zum Beispiel ein Diff zu machen mit dieser Message. Aber wir schreiben das Ganze diesmal unter einfache Anführungszeichen. Da wird jetzt gleich etwas auffallen. Nämlich, dass hier wirklich tatsächlich, es wird zwar ein Diff erstellt, wenn wir hier den Seitenquelltext anschauen, steht hier Diff. Also das wird übernommen. Aber es steht wirklich Dollar Message dort. Also es wird praktisch literal alles übernommen, was hier steht in den einfachen Anführungszeichen. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt hier ein Backslash n machen, was normalerweise ein Zeilenumbruch wäre, dann wird das genauso angezeigt. Also jedes Escape, jede Escape-Sequenz, fast jede Escape-Sequenz. Wir können zum Beispiel, also es gibt zwei Ausnahmen dabei. Wenn man jetzt ein Hochkomma, also wir haben das ja praktisch unter Hochkomma gesetzt, wenn wir jetzt ein Hochkomma ausgeben wollen, dann kann man mit Backslash und dem Hochkomma das Ganze escapen. Also hier sehen wir, dass das Hochkomma dann angezeigt wird. Wenn wir das nicht machen würde, würde es logischerweise einen Fehler ergeben, weil wir ja hier den Ausdruck dann zugemacht hätten. Und die zweite Ausnahme ist ein Backslash. Wenn wir nur einen Backslash machen, gilt das als Escape-Sequenz. Also es wäre dann Backslash-Dollar. In diesem Fall funktioniert das, weil das ja keine erkannte Escape-Sequenz ist, aber man kann einen zweiten Backslash, also einen Backslash mit einem zweiten Backslash escapen. Das heißt, wenn wir zwei Backslashes schreiben, kommt nur ein Backslash, weil der escaped worden ist. Das habe ich ziemlich oft Backslash gesagt. Ja, so viel mal zum Unterschied zwischen den Double Quotes und Single Quotes. Es gäbe dann noch zwei weitere Methoden, um das Ganze auszugeben, habe ich gerade vorher herausgefunden bei der Recherche. Das ist, ich habe es mir leider nicht gemerkt, ich glaube hier Doc und Now Doc oder so ähnlich. Das ist, da kann man, keine Ahnung, was man damit kann, aber es gibt es auf jeden Fall und man braucht es, denke ich mal, nicht. Nur, dass ihr mal informiert seid, dass es auch zwei andere Methoden gibt. Ja, dann hätte ich noch einen letzten Punkt am Programm praktisch.
Nämlich, was wäre, wenn wir das jetzt nicht wollen hier mit dem Dollar Message? Aus irgendeinem Grund wollen wir jetzt nicht, dass das unter den, unter Anführungszeichen geschrieben wird. Also, ja. Das kommt dann zum Beispiel später bei den Arrays, da kann man sowas nicht mehr machen, weil man dann die Anführungszeichen braucht wieder für den Indexer und so weiter. Jedenfalls, wenn wir praktisch etwas anfügen möchten, dann können wir hier einfach, es geht zum Beispiel in JavaScript oder in C-Sharp mit einem Plus oder in Java, glaube ich, auch mit einem Plus, dass man Strings zusammenführt. Also wir könnten hier jetzt machen Dollar Message Plus, so würde es in einigen anderen Programmiersprachen funktionieren. In PHP nicht, das ist wieder mal anders. Da muss man nämlich einen Punkt machen, also kein Plus, sondern einen Punkt. Dann wird das Ganze zusammengeführt. Also wenn wir jetzt sehen, wenn wir das Ganze neu laden, kommt praktisch dasselbe Output wie vorher, weil wir das Ganze angefügt haben. Das sehen wir dann auch, dass das bei einfachen Anführungszeichen recht nützlich ist. Wenn wir jetzt hier wieder unser Diff hinmachen, können wir das einfach Message so. Ich bin heute schon wieder nicht sehr befähigt zum Schreiben. Dann sehen wir hier, dass dieser String innerhalb des Diffs ausgegeben wird. Ja, ich denke, das war's schon mal für heute, für diese Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt sie natürlich in den Kommentaren. Ja, noch was, wir haben gestern, also am Samstag, dem 22.03.2014, 2012, nein, 2014, 100 Abonnenten erreicht. Und das finde ich super. Das finden wir alle beide super. Danke schon mal für den Support. Das ist wirklich toll, dass man sein Wissen hier ausschütten kann und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die einem zuhören. Das ist was ganz Tolles. Ja, wie gesagt, danke dafür. Und ja, ich sage mal viel Spaß mit eurem PHP und auf Wiederschauen.